Was geht ab zu neuen Video? Leute, heute wird es geisteskrank. Henry, sag mir bitte, was machen wir? Wir werden heute zu einem, dem schlechtesten, gerateten Skatepark gehen. Genau, einfach der schlecht bewertete Skatepark hier auf Google. Ich habe damals schon mal ein Video gedreht, vor einer Woche, und ihr seid richtig ausgerastet auf dem Video. Deswegen machen wir einen zweiten Teil. Und wir haben hier schon einen Skatepark. Oh mein Gott, wir sind schon da. Kann man es vielleicht sehen im Hintergrund? Grausam. Oh, Digga, echt grausam. Gehen da mal hin und gucken mal, was man da machen kann. Leute, lasst ein Like, abonniert den Kanal. Wir fangen jetzt erstmal straight an mit dem Video. Leute, wir sind jetzt einfach da. Es ist nicht normal. Guckt euch einfach mal an. Hier gibt es einfach nichts. Es ist wirklich so blöd aufgeteilt. Wir waren hier schon mal tatsächlich für mein Video, für den Hauptkanal. Aber hier, ich zeige euch das mal. Alter, es ist nicht normal. Wir gehen mal nach ganz oben, damit ihr von oben es sehen könnt, wie es aussieht. Aber ich glaube, wie man im Hintergrund sehen kann, es ist deutlich harzig, Alter. Es ist wirklich nicht gut. Leute, ihr seht, checkt mal bitte, wie diese Risse hier sind. Es ist wirklich scheußlich hier. Ja. Das könnt ihr vielleicht ein bisschen hinten sehen im Hintergrund, wie klein dieser Skatepark. Also eigentlich ist er nicht klein, aber er ist halt blöd platziert. Er ist schon klein und vor allem dazu auch noch dumm platziert. Und überlegt ihr mal, man soll hier runterballern und da hinten ist einfach eine Bank, die ins Flat geht. Es macht gar keinen Sinn. Wir gucken uns einfach mal die Rampen an. Entschuldigt erstmal, dass wir keinen Helm dabei haben, aber wir sind einfach spontan hergefahren und ich dachte mir, ich nehme euch auf jeden Fall mal mit für das Video. Leute, es ist wirklich richtig, richtig harzig hier. Wir gucken uns einfach mal die Rampen an und versuchen, die mal ein bisschen zu shredden. Ich bin jetzt hier gerade einfach diesen Berg runtergegangen. Checkt einfach mal nur diese Bank ab. Sag ehrlich, wofür ist das? Bro, lass dich mich kurz springen, ja? Versuch's. Er soll das ganz kurz filmen, damit man mal sieht, wie dumm das ist. Es ist nicht nochmal gut durchzusammen. Leute, damit ihr Bescheid wisst, man springt hier raus und hier hat man einfach noch so einen kleinen Hügel. Also es macht gar keinen Sinn. Und von da oben würde man halt, sag ich mal, ganz runterballern bis hier hin und dann fly out. Okay, Henry, zieh mal durch. Weiß nicht, was das werden soll. Boah. Digga, was ist das? Ey, wer hat sich da das aus? Vor allem, pass auf, wenn man hier rausspringt, landet man perfekt hier in so einem Riss. Hältst doch chillig, Digga, als Hinterradhänger oder so? Weiß nicht. Wer das sich ausgedacht hat, aber der war auf jeden Fall blind. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir haben hier noch eine Spine, die übelst gut platziert ist. Ey, warte ganz kurz, wir fahren jetzt mal zur Spine an. Guckt euch das einfach mal an und genießt es. Das kann man doch nicht ernst nehmen, oder? Ey, wie soll man den Schwung hier? Hier kannst du direkt einen Flair drin machen, um ehrlich zu sein. Es poppt so doll, dass man einen Flair drin machen kann. Und die Spine, ich weiß nicht, wohin die führen soll, aber die hat hier so übelst fette Coupings. Gar keinen Sinn macht, hier zu fahren. Guckt euch einfach mal an, ich versuche mal, die zu fahren. Ach, die Backe. Digga, mein Lenker ist auch komplett schief, ist mir gerade aufgefallen. Aber egal. Leute, es macht wirklich keinen Sinn. Von hier kann man keinen Speed holen. Von da hinten kann man keinen Speed holen. Leute, guckt euch einfach mal das hier an. Wir haben hier, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich als Skatepark gelten soll, aber das da hinten ist einfach, wie kann man es nennen? Ist das ein Rail? Nein, das ist, glaube ich, eine Sitzgelegenheit, oder? Fahrradständer? Nein, das ist eine Sitzgelegenheit. Wie soll man hier sitzen? Ja, so. Digga, man kann hier echt chillig sitzen, ne? Ey, chillig, oder? Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Rail. Wollt ihr euch mal vorstellen? Ja, Digga, hier. Ich weiß ja nicht. Hätte ich es gedacht, es gibt hier sonst nur einen Rail. Und Digga, einer auf den, man würde mitten im Park dahin sitzen. Guckt euch mal an. Da hinten ist nämlich noch so ein Ding. Da kann man halt absolut null drauf sitzen. Ja, Mann. Vor allem, wenn du da sitzt, dann bist du absolut im Weg. Guckst dir mal an hier. Jetzt mal ehrlich, warum hat man nicht einfach eine Bank genommen? Ich weiß auch nicht, was man sich dabei gedacht hat. Es ist absolut unangenehm. Wirklich sehr unangenehm hier. Aber wir haben hier noch mehr Rampen. Wir haben noch zwei Rampen, die hier absolut nice sind. Und ich glaube, man kann hier wirklich sogar Tricks machen. Kommt mal ganz kurz mit. Ich weiß wirklich nicht, was das hier sein soll. Aber kommt mal ganz kurz hier rüber. Es ist einfach, wir haben hier eine normale Quarter. Geht's hier runter. Digga, ich verstehe es wirklich nicht. Warum ist hier ein Treppenset? Wer hat sich das dabei ausgedacht? Ich weiß nicht. Ey, weißt du, woran mich so ein Ding erinnert? Vor allem mit dem Rail hier noch dran. Ich weiß nicht. Genau, das Rail ist noch hinten dran. Hier ist doch ein Rail. Weißt du, woran mich das erinnert? Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr damals irgendwie so Skate 3 gespielt habt oder Tony Hawk oder sowas. Oh, da konnte man ja immer so Skatepark selber bauen. Und dann gab es da immer in diesem Editor, wo man sich so Skate, also Rampen genommen hat, immer auch Rampen, die hat man nie benutzt. Nie. Genau, weil die Müll waren. Und das ist genau so ein Ding. Das ist clean so. Vor allem hier. Wofür ist das Cooping hier zu grinden? Ey, soll ich mal probieren, das Rail zu fahren? Weiß nicht. Ich traue es mir nicht zu. Es ist safe komplett verrostet. Ich weiß nicht, wie man sich das vorgestellt hat. Vor allem als Skateboardfahrer, wie man hier Schwung holen soll. Weil guckt euch das an, die Entfernung. Ich mach so und muss schon abspringen. Als Skateboardfahrer ist das eigentlich geht das gar nicht, ne? Also eigentlich müsste man viel mehr Platz haben, aber. Sogar mit dem Roller geht das eigentlich nicht. Probier's aber einfach mal. Sag, es ist gewachsen oder nicht? Nein, Bro, das ist das letzte Mal gewachsen worden, 1998. Weil ich glaube wirklich, du kannst da eher einen Railride dran machen, als irgendwie jetzt ein Boardside oder so, ne? Ja, vor allem, halt clean hier perfekt drauf fahren. Vor allem verstehe ich nicht, wieso hier eine Quarter ist und dann hier das Treppenset und wie man hier fahren soll. Das verstehe ich, weil guck mal, hier die Quarter macht schon ein bisschen Sinn, weil da ist auch noch eine Quarter, also könnte man das als Mini-Ramp einfach benutzen. Das ist gar nicht so schlecht, ja? Also wenn man theoretisch jetzt hier die ganze Zeit so hin und her ballert, doch, das kann man jetzt gehen. Ey, geht doch kaum wieder klar. Ja, okay, kann man machen. Oh, Junge, Alter, hier sind so, guck mal ganz kurz, hier sind übelst die Dellen drin. Das heißt, wenn du hier lang fährst, kannst du eigentlich so ein Nose-Mangle machen und dann nach vorne fliegen. Übelst chillig, Digga. Aber das Ding haben wir uns auch noch nicht angeguckt, ne? Das könnte man, ganz ehrlich, das könnte man benutzen, um halt so Hit-Tricks zu machen. Check. Ja. Wenn man jetzt, warte mal, ich will es mal ein bisschen demonstrieren. Ich fahre mal von der anderen Quarter, die halt dafür da ist, um hier Schwung zu holen, einfach mal hier rüber und mach einen Trick.
Digga, es ist unchillig. Dein Sohn, Digga. Und was auch noch? Was denn? Ganz kurz ist aufgefallen, dass der quasi eine Jumpbox. Man könnte also von hier einen Transfer da hinten reinmachen. Achso, aber von dem Speed von da ganz hinten, ja? Von diesem Berg kann man jetzt nicht gehen, aber ich verstehe nicht, für wen das gedacht ist, weil das ist doch bestimmt für Kinder gedacht. Und diese Rampen, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber soll man hier einen Transfer machen? Ich glaube nicht, dass man hier so einen Transfer machen soll, aber ich glaube, das ist eher so hier übt man Flyout-Tricks und so und kann hier vielleicht ein paar Hip-Tricks machen oder so. Aber ich würde sagen, wir fahren trotzdem mal ins Skatepark, weil wir sind ja nicht hier, um einfach nur zu reden, um zu gucken, sondern wir müssen auch fahren und versuchen, den zu testen. Deswegen, was soll ich hier machen? Mach mal hier an dieser Bank einen 50-50-Challenge. Ich glaube, das geht hier klar. Meinst du jetzt hier dran einen 50-50? Genau. Ekelhaft, aber wir versuchen unser Bestes. Vor allem hier ganz ekelhaft, es ist wirklich Bank-to-Bank. Es ist nicht so clean Übergang, es ist wirklich Bank-to-Bank. Und? Oh, nee, ja, nein, nochmal. Yes, und Taylor, komm. Digga, wie soll das gehen? Wie sollte das gehen? Hast du gesehen, wie langsam ich gedreht habe? Ja, Mann, das sah eklig aus. Oh, was kann ich hier noch machen, Digga? Soll ich mal irgendwie versuchen, es irgendwie doll zu machen? Weil viel kann man nicht machen. Die Spine will ich nicht fahren. Was mit dem Treppenset? Da ist doch echt kein Treppenset. Wie soll ich das fahren? Soll ich es runterspringen? Einfach runterspringen, ja. Nein, Digga, guck mal ganz kurz. Wenn man sich hier Schwung holt, du kannst theoretisch einen Transfer machen ins Flat. Ja, das ist besser. Ja, das könnte man auch machen. Aber hier, Digga, nee, das mache ich nicht. Das mache ich wirklich nicht. Ich glaube, ich versuche was anderes. Und zwar, wollen wir mal hier irgendwie, keine Ahnung, nur ein 80 Stall oder so? Weil ich will jetzt, um ehrlich zu sein, nicht viel machen, so Brifle kommen muss oder so. Weil sonst komme ich mit einem Deck oder so gegen den Kopf und darauf habe ich gar keinen Bock. Wir haben hier eine Mini-Rap. Dann zeig dir einfach mal ein paar Kombos, die du alles hintereinander machen kannst. Im 180. Im 180, genau. Wie gesagt, ich mache jetzt keine Brifle oder sonst irgendwas, weil sonst. Mach chillige Sachen. Wir sind auch eh in einem Dreck-Skatepark. Ja, stimmt, da kann man auch nicht viel machen. So, Leute, ich call ihm ganz kurz, bevor ihr hier ist, erst die Tricks, damit es ein bisschen spannender wird. Also, let's go. Okay, mach mal erstmal ein Story, genau. Und jetzt machst du einmal einen Warten, ja? Was? Genau, okay. Double Tail, jetzt komm, und jetzt machst du einen Downhill. Komm, Downhill. Oh, das ist eklig. Das war, glaube ich, nicht mal richtig, oder? Ja, so halb. Downhill war wirklich gar nichts. Ja, aber das ist eklig, Alter. Digga, ich versuche mal ein paar Kombos hier. So Stall-Kombos. Guck das mal ganz kurz. Okay, ich bin gespannt. Ja, oh, das geht klar. Aber viel kann man echt nicht machen. Ja. Ja, okay. Das ist schon optimal genutzt. Ja, dafür nur, aber das war's dann halt auch. Ja, ich glaube auch. Ach, nee. Wenn ich mir jetzt mal wirklich vorstelle, du willst das Rail fahren, und zwar von der Quarter hier raus und dann rauf. Wie viel Euro müsste ich dir geben, dass du jetzt von hier der Quarter auf das Rail springst und grindest? 5000 Euro, da möchte ich überlegen. Sollen wir mal machen? Nein. Nein, okay, niemals, ich hab keinen Bock drauf. Nein, wir machen das nicht, aber vom Ding her kann man halt echt nur diese Mini fahren, weil mehr kannst du hier nicht machen, außer vielleicht in der Bank diese Transfers, aber wirklich echt nochmal, das bockt gar nicht. Ich versuch mal hier, das ist ja nämlich meine Seite für die Quarter und es hat zum Glück kein Cooping, das heißt, man mehr Tricks lieber machen. Ja, das stimmt. Ich versuch mal irgendwie, was soll ich machen? Weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht ein Barspin? Barspin auf jeden Fall erstmal chillig, weil ey, Leute, erstmal so die Anfang, weißt du? Ich wünschte, ich könnte hier mehr Tricks machen, aber es geht halt wirklich nicht, weil es so sketchy ist. Aber ich versuche mal Barspin, Tailwhip und dann vielleicht mal irgendwie Kickless oder so. Mal schauen. Ich bin gespannt, ob es schafft. Ich glaube, es wird ganz schön eng. Aber Leute, guckt euch den Skatepark an und kommentiert auf jeden Fall gerne mal, falls ihr in eurer Hometown oder irgendwo auch einen Skatepark habt, der so ähnlich aussieht wie hier. Und schreibt am besten mal den Ort hin. Dann kann Tiran da mal hinfahren und sich dann gucken. Aber ich würde sagen, let's go. Ey, soll ich von hier ganz oben starten? Ja, das sieht cool aus. Er startet einfach von ganz oben. Oh, Leute, mein Gott. Wirklich. Vor allem, ne? Leute, guckt mal überall. Also zwischen jedem Unterding sind so. Sind so, wie heißt das? Ritzen einfach. Einfach also, Ritzen, so Risse. Er schaut schon. Oh mein Gott. Ey, ich geh ein Stück weg. Henry, geh auch ein Stück weg. Geh auch ein Stück weg. Oh, er ist so schnell. Er ist so schnell. Nee, traust du dich nicht? Oh mein Digga, Gott. Ich musste so bremsen beim Runterfahren. Einfach hier so übelste Coole war. Hatte ich gerade so Schiss darüber zu fahren. Deswegen mach, glaube ich, ein bisschen lieber weniger Speed. Aber ich versuche jetzt mal ein Barspin über die Hip. Gönn dir. Boah. Junge, das ist wirklich sketchy. Alter, man fährt so schnell da runter, ne? Es ist komplett sketchy, aber Barspin, Digga, was ist hier los? Sag, musst du mal einen Barspin schaffen. Yeah. Oh Gott, Alter, nee. Boah, ich sag ehrlich, ich mach nicht mehr. Ich mach nicht mehr, Digga. Ich mach höchstens dann noch einen Feeble-Grind runter. Auf ganz harzig, weil es ein harziger Skatepark ist. Und, oh mein Gott. Ey, richtig nur Kiss the Rail, Alter. Oder einfach irgendwas Dummes gemacht, einfach nur Gegenballer. Oh, Street, Digga. Boah, es ist so hart, sich einfach. Ich schwitze, um ehrlich zu sein. Ehrlich? Also, es ist anstrengend, wenn man hier die ganze Zeit so fährt, ne? Aber man kann halt keine nice Sachen machen hier. Ja. Man könnte halt höchstens nur den Berg hoch und runter und dann die Bank vielleicht ein bisschen flat springen. Das war's dann auch. Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn ihr noch ein Video sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Habt noch einen geilen Tag. Peace, Leute.